Ich glaube, Buch wird nochmal ganz neu gedacht in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Total neu, weil ich glaube, das geht total teilweise mit KI in so interaktive Erzählungen. Ja. Also da ist ja so viel möglich mit KI, ne? Also ich denke da so ein bisschen an Choose Your Own Adventure. Wie geil ist das, wenn ich während dem Lesen irgendwie mit KI das Buch selbstständig irgendwie weiterführen lassen kann und jetzt vielleicht sagen kann, oh, ich möchte ein trauriges Ende, nee, ich möchte ein glückliches Ende, ich möchte ein Happy End, ich möchte es irgendwie nicht, ne? Irgendwie in unterschiedlichen Arten und Weisen. Also sowas ist ja einfach super easy denkbar mit KI und wird's. Aloha und herzlich willkommen zum Bookerfly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen. Hallo und herzlich willkommen zum Bookerfly Podcast. Heute mit Teil 2 bei KI und Buch. Das heißt, wir schauen uns nochmal an, was macht denn eigentlich so die künstliche Intelligenz in der Buchbranche und was verändert sich hier? Und ich habe wieder die wunderbare Manuela bei mir. Hallo ihr Lieben, hallo Jeanette. Ja, ich bin Manuela, ich bin Prompt-Ingenieur bei Neuroflash und auch Schreiberin. Und ja, deswegen glaube ich, ganz gut dafür geeignet, mit Jeanette über diese Themen zu sprechen. Ja, lass uns mal schön eintauchen. Ich glaube, du hast mir wieder einen bunten Strauß an Fragen mitgebracht. Ich habe ganz, ganz wichtige Fragen mitgebracht, die wir auf jeden Fall beantworten sollten, die wir uns anschauen sollten, damit wir immer auf dem Laufenden sind und wissen, was passiert eigentlich. Und die erste Frage bezieht sich allerdings darauf, dass wir einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Ich glaube, das ist ja das, was auch meistens die Ängste hervorruft, diese Unsicherheit, was die Zukunft betrifft, diese massiven Änderungen durch KI. Und was denkst du denn, wie wird KI die traditionelle Rolle von Lektoren und auch von Redakteuren in der Buchbranche verändern? Eine einfache Frage. Nicht wahr? Und auch eine natürlich mit sehr viel Herzblut, weil ich bin ja selbst Lektorin. Und meine persönliche Meinung, das ist einfach meine persönliche Meinung, aber natürlich auch ein bisschen mit, weil ich sehr tief in dieser KI-Welt unterwegs bin und im Hintergrund ja auch mit verschiedenen Startups und so weiter arbeite, dass sich der Beruf Lektorin, Lektor sehr stark verändern wird. Ich bin davon überzeugt, es wird weiterhin diese 1:1-Betreuung geben und ganz klar AutorInnen, die ganz klar mit einem Lektor, einer Lektorin arbeiten werden. Aber nach vorne einfach auch, wie ich als Lektorin arbeite, denn da ist ja einfach dieses Werkzeug nach vorne. Und das ist ja auch, wenn wir zukünftig in Word, wenn die Autorin dort schreibt und ich bekomme das, ist einfach ab 2024 in ganz vielen Word-Systemen, wenn ich ein Update gemacht habe, auch KI mit drin. Ne? Also das ändert sich ja schon mal, aber auch einfach dann diese Herangehensweise, ne, dass ich eine KI habe, die vielleicht schon mal irgendwelche Stilblüten und so weiter erkennt, die draufschauen kann, ne, wie ist Show, Don't Tell und all das. Und ich glaube, es wird sich ein neuer Bereich auftun und den sehe ich als sehr wertvoll an, weil ich glaube, wir hatten es in der letzten Podcast-Folge schon mal kurz angerissen, aber super viele Schreibanfänger oder Schreibende können sich kein Lektorat leisten. Ja. Ist einfach, wenn man noch so sagt, das musst du dir zusammensparen. Ich finde es schon immer ein bisschen auch kritisch zu sagen, du darfst dein Buch nur veröffentlichen, wenn du ein Lektorat gemacht hast. Wer sagt das? Warum dürfen Menschen, die von Herzen ein Buch schreiben, aber dieses Geld nicht haben, ihr Buch nicht auch veröffentlichen? Aber natürlich sollte man immer sein bestmöglichstes Buch veröffentlichen. Und was natürlich auch oft möglich ist mit vielen Testlesern und so, das sage ich auch immer, ne, das ist eine Möglichkeit. Aber wie schön ist denn das, wenn es vielleicht ein niedriges, schwelligeres Produkt in Form einer KI-Lektorin, eines KI-Lektorats gibt, was sich vielleicht nahezu doch jeder leisten kann. Und ja, dann hat man nicht ganz diese persönliche Betreuung, aber ich glaube, der Beruf Lektor, Lektorin könnte sich auch so weit verändern, zumindest sehe ich das auch als große Chance, zu sagen, man hat ein KI-Lektorat, aber man bucht dann einfach noch so eine Stunde oder so mit dem Lektor, weißt, der wie so einen Coach noch so mithilft. Mhm. Aber ich glaube, das hat auch eine Möglichkeit, dass tatsächlich nach vorne noch mehr Menschen tatsächlich ihre Bücher veröffentlichen können, im Guten tatsächlich. Also ja, natürlich ist es dann vielleicht ein bisschen mehr Konkurrenz und wieder mehr Bücher, aber schauen wir einfach Self-Publishing an, das gibt viel mehr Autorinnen und Autoren, aber wie schön ist das und was für großartige Self-Publisher gibt es? Absolut. Wie schön ist denn das noch, wenn das noch besser werden darf, weil es KI-gestützte Lektorate gibt? Also, das ist natürlich, wie gesagt, auch von meiner Seite, ne, wo man denkt, weil Lektoren fühlen sich gerade sehr bedroht durch diese künstliche Intelligenz. Ich glaube, wenn man gut ist in seinem Job, wird es auch immer die AutorInnen
geben, die dieses Geld auch haben und gerne investieren. Ich bin voll dafür, weil ich sage, nichts bringt dein Buch so weiter, wie wenn ein richtig guter Lektor, eine richtig gute Lektorin 1:1 mit dir daran arbeitet. Aber dieses KI-Lektorat, das kann einfach auch eine wunderbare Möglichkeit sein. Ne? Aber ist was ganz anderes. Und ich glaube, ja, ich denke auch, wenn man sich anschaut, was das Buch, das schöne Buch gerade für einen Boom auch erlebt, ne? Das ist ja, Leute kaufen ja Farbschnitte und dekorierte Bücher und das ist ja total der Run und die Verlage machen, ja, denke ich, damit auch ein ganz gutes Geschäft. Hätte man ja niemals erwartet, dass es, ja, dass es E-Book eingeführt wurde, dass es irgendwann nochmal so einen Hype um Buch zum Beispiel gibt, ja. Und ich glaube auch, also es gibt ja auch nur so viele Lektoren, weil es so viele Autoren gibt. Also im Grunde hängt das ja unmittelbar mit dran. Und vielleicht wird es sogar besser für Lektoren, ist ja denkbar. Vielleicht ist es dann etwas Exklusiveres, dass sich dann mehr Leute dann auch leisten wollen. Man hat vielleicht auch so ein Selbstverständnis, dass man sich halt abhebt, wenn man eben dann das auf diese Art und Weise macht. Also es könnte auch ein Verkaufsargument für Lektoren sein, die diese 1:1-Betreuung anbieten und gleichzeitig eben diesen Vorteil, ne? Genau, also generell auch meine Arbeit als Lektorin, Lektor. Ich habe auch so viele, also gerade Verlagslektoren, so die manchmal sagen, ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ja. Wie geil, wenn du ein Tool hast. Genau, also ich glaube, dass die Routinearbeit einfach auch weniger wird als Lektorin, Lektor, was mir ja tatsächlich auch Zeit schenkt, weil viele Lektoren und Lektorinnen sind ja einfach auch ja total zugeschüttet mit Arbeit. Und dann kann man tatsächlich ja noch tiefer reingehen wieder ins Lektorat. Ne? Also ich glaube, dass sich diese Arbeit einfach auch zum Positiven verändern kann für einen selbst, wenn man das nutzt. Und das andere ist eben auch, dass ich ganz klar diese Nische sehe, dass ich sage, jemand, der sich immer einen Mensch geleistet hat als Lektor, Lektorin, was ich auch unbezahlbar wertvoll finde, ist ja ein ganz anderer Markt, weil das andere ist einfach, das nimmt ja nichts weg, sondern das erschafft die Möglichkeit für Menschen, die einfach dieses Geld gar nicht haben, für so ein Lektorat zugänglich zu machen, dass ich mir jetzt auch ein Lektorat leisten kann. Und klar, wird sich das etwas verlagern, wird sich der Job, ich würde jetzt nicht sagen, sind alle Lektoren da draußen jetzt sicher, dass die noch x Aufträge haben, wenn diese Tools rauskommen. Und da wird sich, ich bin im Hintergrund mit einigen Startups in Verbindung, wo ich weiß, die wollen so Lektorat-Software auf den Markt bringen, sage ich, oh, da ist man noch super sicher. Ich glaube, man muss sich damit beschäftigen, einfach mit künstlicher Intelligenz. Ne? Man muss auch schauen, wie arbeite ich, wie wird sich dieser Job verändern. Ich glaube auch, dass bei vielen Lektoren sich das so ein bisschen verlagern wird in so KI-gestütztes Lektorat zum Beispiel. Dass man sagt, ne, den einen Teil macht die KI und dann gehe ich aber noch tiefer rein mit dir als Lektor, als Lektorin. Und ich glaube, das kann vielleicht auch gerade den Self-Publisher-Markt halt auch nochmal so ein bisschen positiv aufmischen, in Anführungszeichen, auch gerade für viele Autorinnen und Autoren. Denn so ein Self-Publisher-Buch im Durchschnitt kostet zwischen 4.000 und 5.000 Euro, bis ich das auf dem Markt habe. Wenn ich wirklich alles durchgelaufen bin mit, ich habe ein paar Schreibkurse am Anfang irgendwie besucht, dann habe ich ein Lektorat, einen Cover-Designer und so weiter. Und dann kostet mein Buch einfach schon mal irgendwie um die 5.000 Euro. Habe ich noch nichts verdient und Marketinggeld habe ich auch noch nicht investiert. So, und dann ist es ja so, unterm Strich über 90% dieser Bücher sind nicht mal erfolgreich, im Sinne von, die spielen dieses Geld nicht wieder ein. Und deswegen glaube ich, ja, dürfen vielleicht auch hier einige Autorinnen und Autoren tatsächlich sehr viel Chance nutzen nach vorne, dass vielleicht eine Veröffentlichung nicht mehr ganz so teuer ist. Genau, und sie können halt sich besser auf ihr Publikum einstellen, also sie können einfach für ihr Publikum schreiben und müssen eigentlich nicht Hürden halt dabei nehmen, die dann gar nicht mehr da sind, die jetzt halt einfach noch da sind, ja. So, weil wenn man weiß, wenn man sich auch mit dem Thema beschäftigt und dann liest man in Gruppen und so weiter und es heißt immer, ja, das musst du so machen, das muss Lektorat und das sind diese Kosten, das schreckt ja schon ganz viele von vornherein ab und denken so, ey, das kann ich mir gar nicht leisten. In meiner Laufbahn als Coach sind mir super viele Bücher untergekommen, die wirklich auch mit Testlesern und so weiter, also ich sage schon, es braucht eine Endabnahme, ne? Ein Buch braucht eine gute Endabnahme. Aber wie gesagt, es kann halt nicht jeder sich ein Lektorat leisten, hat ja nicht jeder 10 Euro. Und ich glaube, das ist was Chance ist, aber ich weiß, es ist halt immer ein super schwieriges Thema. Wie gesagt, mein Lektorat, ne? So geliebte Berufe, die sich verändern. Das ist immer super schwierig. Ich glaube auch sowieso, dass die größte Gefahr für große Anzahl von Jobs generell ja darin liegt, dass es halt große Unternehmen gibt, die einfach ihre Marge vergrößern wollen. Alle sind unter Druck. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, die da droht. Und das ist ja eine ganz andere Frage. Es hat nichts mit KI zu tun. Das ist eine
eine ethische und auch eine politische Frage. Wie gehen Unternehmen damit um? Weil ja, es ist gut, wenn jemand den Verlagen sagt, nee, feuert nicht alle Lektoren und setzt euch dann eine KI an den Schreibtisch, jetzt in Anführungsstrichen. Aber das sind die Probleme, die wir haben werden, nicht der kleine Autor, der sich irgendwie seinen Lektor da bucht. Ja, genau. Und das ist auch so ein Ding, weil du gerade vorher ja auch noch gefragt hast, auch Redaktion, ne, Redakteure. Das ist zum Beispiel so, wo ich schon sage, das ist gerade wirklich sehr bedroht, weil da kriege ich schon sehr viel mit in sehr vielen Firmen und so weiter. Die Redaktionen, die werden halt wirklich krass ausgedünnt durch ChatGPT. Ich habe sehr viele in meinem Umfeld, ich bin ja Journalistin. Da trifft es schon sehr viele. Ne, im Moment. Ja, aber das Problem war ja vorher auch schon da, ne? Das wird ja nur verschärft. Also zum Beispiel bei mir in der Region, die ganzen Regionalzeitungen gehören irgendwie einem großen Unternehmen. Das sitzt hier nicht mal. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist ein Investitionsobjekt. Und die arbeiten nur noch mit Freien, die so unterbezahlt sind. Das ist wirklich schon also an der Peinlichkeitsgrenze. Da wiederum hilft es ja auch den freien Redakteuren und Journalisten, wenn sie eine KI einsetzen können, weil sie kriegen sowieso nur noch, keine Ahnung, 10 Euro für einen Text oder 30 Euro für irgendeinen Magazinartikel. Absolut. Traurige Zahlen, ne? Und wenn ich dann schon mal mir so die Recherchearbeit wieder erleichtern kann und dann einfach mein menschliches Herzblut wirklich noch reinbringe, ist es aber natürlich auch wiederum eine Erleichterung, hast du auch recht. Ne? Also es war schon vorher ein Problem da, aber im Moment, da ist natürlich schon so ein bisschen Abbauwelle, wo ich auch sage, bin ich gespannt, wo das so hinführt. Aber es gibt einfach diese Jobs, sage ich, logisch, das war mit technischem Fortschritt schon immer. Dafür gibt es ja viele neue Jobs. Du hast ja einen davon, Prompt Engineer, gab es vorher nicht. Genau. Du warst vorher auch Copywriterin. Das heißt, du hast vorher auch komplett im Schreiben dich jetzt umgesattelt. Ich glaube, das ist halt natürlich auch so etwas, was man bei manchen Dingen einfach auch akzeptieren muss, ne? Mit so technischem Fortschritt. Absolut. Und lass uns dann nochmal auf einen Vorteil oder auf einen potenziellen Vorteil kommen. So, weil das war jetzt auch schon wieder so ein bisschen, das war schon wieder so ein bisschen bedrückend jetzt dieser Teil, weil ja, die Änderungen, die da kommen, sind schon immens in allen Bereichen. Aber wenn es denn doch, also könnte es sein, dass es bessere Bücher gibt, weil die KI irgendwie hilft dabei, das Leserverhalten besser beurteilen zu können oder dass man einfach zielgerichteter schreiben oder auch veröffentlichen kann. Also ich glaube, da steckt natürlich ganz viel Potenzial drin. Logisch, gerade für Verlage, mega Marketingpotenzial, um Kunden, Kundinnen besser zu verstehen. Da wird heute schon super viel KI eingesetzt, aber das natürlich noch anders zu machen. Und auch generell, glaube ich, Leserverhalten. Ich glaube, Buch wird nochmal ganz neu gedacht in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Total neu, weil ich glaube, das geht total teilweise mit KI in so interaktive Erzählungen. Ja. Also da ist ja so viel möglich mit KI, ne? Also ich denke da so ein bisschen an Choose Your Own Adventure. Wie geil ist das, wenn ich während dem Lesen irgendwie mit KI das Buch selbstständig irgendwie weiterführen lassen kann und jetzt vielleicht sagen kann, oh, ich möchte ein trauriges Ende, nee, ich möchte ein glückliches Ende, ich möchte ein Happy End, ich möchte es irgendwie nicht, ne? Irgendwie in unterschiedlichen Arten und Weisen. Also sowas ist ja einfach super easy denkbar mit KI und wird es nach vorne sicher auch geben, ne? Oder so. Weil du auch gerade gesagt hast, ja, so Zielgruppe, das heißt auch so, das kann natürlich super datengetriebene Geschichten vielleicht schnell anhand von, also wenn man jetzt nur an die Corona-Pandemie oder so denkt, ne, aber vielleicht denkt man auch mal an irgendwas Schönes, was in der Welt passiert, ist ja egal, ne, ob negativ, ob positiv, ob, ne, kann jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, der Taylor Swift-Hype sein, der überall all um die Welt geht und so weiter. Und Fans können sich jetzt auf Knopfdruck irgendwie ein cooles Taylor Swift-Buch irgendwie erstellen. Also all diese Dinge sind ja irgendwie nach vorne möglich. Interaktive Bücher, wo du irgendwie mitspielen kannst. Mhm. Also ich glaube, Buchmarkt wird sich halt einfach sehr, sehr verändern. Und ich glaube, eine ganz große Stärke, das ist ja das, was ich jetzt im vergangenen Jahr, und ich habe jetzt 2023, unglaubliche Zahl, ich habe 2500 Autorinnen und Autoren in meinen Live-Webinaren gehabt, rund um das Thema KI. Und ich glaube, da steckt mit die größte Chance, ich nenne das immer so kollaborative Fiction, das heißt, ich und die KI, ne, ich als Autor und der KI im Zusammenspiel. Ich glaube, da entsteht natürlich auch ganz viel, gerade was so um eben Recherche, Plotten, erste Ausarbeitung und so weiter. Und dann komme ich als Autor, Autorin, ne, mit meiner Schreibstimme da richtig groß mit rein. Also ich glaube, das verändert natürlich auch. Also das heißt, die Art und Weise, wie wir Autorinnen arbeiten, wird sich verändern. Aber ich glaube, da, ja, Möglichkeiten so buchmarktmäßig mega, ne? Marketing,
wie gesagt, viel zielgerichteter. Also ich glaube, da geht so, so viel. Und auch so, ja. Da gab es neulich so einen coolen Test, das war noch in den USA, aber fand ich auch ganz spannend, wo man halt mit KI auch so Genre-Mixes, die so unvorstellbar waren, weißt du, mal laufen lassen hat. Also wirklich so komplett historischer Roman mit irgendwie so komplett was ganz Neuem, Science-Fiction-mäßigen oder so und das dann irgendwie gemixt. Also ich glaube, da darf man sich auch auf sehr viele spannende Dinge freuen, die jetzt im Moment vielleicht noch so unvorstellbar sind und ich glaube aber gerade auch so ein bisschen eben in diesem interaktiven Teil. Ne? Ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar, wenn wir sehr, sehr positiv denken, nochmal eine neue Qualität oder von Leseerlebnis halt gibt, was nämlich dann auch dazu führt, dass mehr auch junge Menschen wieder lesen. Weil es ist natürlich sehr viel anstrengender, sich eine geschriebene Sprache, sich das zu erarbeiten beim Lesen. Und wir sind es ja durch die Bildschirme gewohnt, dass wir eben einfach diese schon vorverdauten Bilder sozusagen bekommen. Aber ich glaube, wenn man das gut connectet, liegt darin auch wirklich eine Chance fürs Lesen, fürs Lernen. Und also na, ich bin richtig gespannt. Aber weil du sagst Marketing, auch so ein Thema, was eigentlich gerade für Autoren, für selbstständige Autoren ja super nervig ist. Ne? Also selbst wenn du Verlag hast, das läuft ja, die machen ja gar nicht so viel Marketing, wie es eigentlich bräuchte. Und ganz, ganz ehrlich, neben Job und Schreiben, sich dann auch noch ums Marketing zu kümmern, das ist ja einfach nur nervig. Ja, es ist auch eine zeitliche Belastung. Darum kommt oft halt das Marketing zu kurz. Und leider bleiben dann die Bücher weniger gesehen, als sie es eigentlich verdient hätten. Und was sagst du, was sind die Chancen davon, KI? Das sprichst du sehr schön aus und sehr schön an, weil es gibt selten die AutorInnen, die schreien, yay, Marketing habe ich total Bock drauf. Sondern meistens läuft das ja so, Buch veröffentlicht, verkauft sich dann nicht und dann kommt erst so dieses, okay, an was liegt das jetzt? Und dann merkt man vielleicht, okay, shit, ich hätte auch irgendwie Marketing machen müssen. Und das ist ja wirklich so, die meisten, die lieben ja das Schreiben, die wollen gar nicht irgendwie riesen Marketing machen. Und ich glaube, da steckt mit die größte Chance. Gerade dieses Marketing sich einfach zu machen, weil KI natürlich, Social-Media-Planung kann das super einfach machen, ne? Mithilfe von ChatGPT und so weiter, Content ausarbeiten mit Neuroflash. Es nimmt auch vielen zum Beispiel, die sagen, ich will gar nicht vor die Kamera, ne? Gibt es mittlerweile ja genialste Möglichkeiten irgendwie, wie kann ich trotzdem Videos generieren und ich muss, vor allem macht es diese technische Hürde heute so gering. Weil mit KI geht ja so vieles viel einfacher. Also wenn ich mich früher total auskennen musste, oh Gott, wie drehe ich ein Video, wie kriege ich das geschnitten, wie geht überhaupt irgendwas, sind das heute ein paar Klicks in der App oder hat man ChatGPT-4 und das passende Plugin dazu, dann schreibst du nur Text und das Video ist da. Es ist natürlich immer wichtig, dass man trotzdem weiß, man muss sich selbst mit einbringen, ne? Weil der Leser will natürlich jetzt kein komplettes KI-Marketing, aber man kann sein Marketing schon locker zwischen 60% und 80% einfacher machen, ne, mit dem Erstellen von Inhalten und diese 20% bis 40%, die man dann noch reingibt, die dann so richtig mit Vollblut und das erleichtert sehr viel. Es hat auch mein Marketing komplett erleichtert und ich betreue so viele Autorinnen und Autoren, ja mit der Sandy Mercier auch zusammen, ne, wo man einfach merkt, KI macht schon sehr viel aus, um es einfach zu machen. Und ich betreue sehr viele Verlage und auch hier ist natürlich viel gezieltere das Ansprechen von der Zielgruppe möglich. Es ist viel mehr Marketing möglich und ich glaube auch das, weil in den letzten Jahren die Verlage, wie du gerade auch schon gesagt hast, die haben fast nur noch Marketingbudget in ihre großen Autoren eingesteckt. Ja. So, jetzt ist vielleicht mit KI wieder möglich, auch kleineren AutorInnen Marketing zur Verfügung zu stellen, weil Marketing generell einfacher, mit weniger Zeit viel effizienter geworden ist. Ne? Also man hat wieder ganz andere Möglichkeiten. Und ich als Autor, Autorin muss halt nicht mehr stundenlang da Zeit investieren. Und es wird alles so viel einfacher, weil für uns, ich meine, das geht jetzt wirklich drüber hinaus, du weißt es selber, aber wie wichtig die Metadaten sind. Ne? Metadaten bei Werbung. Also wenn ich als Autor Metadaten, egal mit welchen Keywords ich auf Amazon, mein Buch und so weiter. Und jetzt ist es alles KI-gestützt. Das heißt, ich muss es nicht mehr selbst aus, ne? Sondern das wird mir irgendwie vorgeschlagen. Ich komme dann schon irgendwie in die richtigen. Mein Klappentext wird automatisch optimiert, dass der angepasst ist und so weiter. Ja. Was für eine Erleichterung. Also gerade Klappentext ist ja für viele so, oh Gott, ich kriege einfach keinen verkaufsstarken Klappentext hin. Wie geil ist das denn, wenn die KI dich unterstützt und sagt, schau mal, damit kriegst du deine Zielgruppe, weil das ist der Klappentext, der irgendwie catcht. Ne? Und ich glaube, darin steckt super, super viel Chance und Erleichterung. Weil du sagst Erleichterung, ja. Wie können wir uns vorstellen, gibt es positive mögliche Auswirkungen zum Beispiel von KI und Buch
für Menschen, die tatsächlich beeinträchtigt sind, die, ja, kann ein Buch barrierefreier werden durch KI? Das ist ja eigentlich auch eine riesige Chance. Ich bin total mit Buch karrierefreier nicht. Das ist ein schöner Versprecher, den müssen wir abschneiden. So, warte. Ich finde, tatsächlich wird KI total barrierefreier jetzt habe ich es gleich. Andersrum. So, jetzt aber das ist schön. Auch zu lachen, das endet nicht gut. Warte, so, okay. Also, ich finde, Buch wird total barrierefreier durch KI und darin steckt total viel Chancen. Das durfte ich jetzt auch wirklich erleben dieses Jahr, weil ich viele Menschen tatsächlich begleitet habe, denen zum Beispiel Schreiben vielleicht nicht ganz so einfach fällt, die aber trotzdem eine wahnsinnig tolle Idee in sich tragen, die ihr Herzensbuch schreiben wollen, die auch eine mega Geschichte in sich haben, aber das Schreiben an für sich nicht ganz so einfach fällt zum Beispiel. Und im Zusammenspiel gerade mit so einer Sprach-KI, das dann für die tatsächlich so, ne, so Klick gemacht hat und auf einmal ging es einfach viel, viel einfacher. Schön. Oder auch dieses schwierige Thema eben, wenn Menschen so total Bauchschreiber sind, und dann muss man aber irgendwie planen und ne, man kommt irgendwie dann nicht in dieses Schreiben rein und findet einfach nicht so diesen Weg in, oh, wie komme ich überhaupt in die Geschichte? Und dann kann es einfach eine Riesenhilfe sein. Da ist erstmal diese Text-KI, die mir ein paar Sätze vorschreibt, aber auf einmal bin ich dann so drin und kann schreiben. Also habe ich ganz viele Menschen dieses Jahr begleitet. Oder auch, wo man einfach sagt, ne, ich meine, auch Sprach-KI kann ja mittlerweile so viel. Also wo man einfach sagt, okay, ich kann es vielleicht nicht schreiben, aber ich kann es jetzt einsprechen und das ist richtig mittlerweile. Also ich finde, da ist wirklich eine schöne Barriere quasi durchbrochen, dass es vielen, vielen Menschen unglaublich helfen kann. Und ich sage, Buch muss ja auch nicht immer mit, ich will vom Schreiben leben können. Das ist für viele so ein Herzensprojekt. Und ich finde, das macht für viele dieses Herzensprojektbuch so viel zugänglicher. Also mein erstes Buch, wenn ich einfach daran denke, ich wollte nie Autorin werden, die vom Schreiben leben kann. Das war nie mein Ziel. Ich wollte einfach schreiben und mein Buch fertig werden. Und dann habe ich aber auch 5 Jahre rumgedruckst und gemacht und ne, war ja bei der Schule des Schreibens und danach war ich in München an der Volkshochschule und dann war ich noch in 10 Kursen und dann hatte ich es immer noch nicht. Und dann kommt ja auch irgendwann viel Frust. Und dann habe ich ja endlich irgendwann ja diesen richtigen Menschen in meinem Leben gefunden und dann hat es so Klick gemacht. Und dann hat es natürlich ganz, ganz arg Klick gemacht bei mir. Klar, ich habe mich dann dieser Buchbranche total verschrieben. Aber ich kenne einfach auch dieses Gefühl, du willst ja nicht immer unbedingt ein Buch schreiben, wo du sagst, ich will jetzt unbedingt Autorin werden. Das ist unbedingt mein Ziel, sondern ich will dieses Buch einfach von Herzen schreiben. Und wie schön ist das, wenn da ein Helferlein ist, was mir das ein bisschen einfacher machen kann. Ne? Also auch da sehe ich diese Barriere. Und natürlich auch, ich weiß, das ist wieder nicht so einfach, weil es wieder auf der einen Seite Berufe bedroht, ganz klar Übersetzungen. Aber auch das, es macht halt natürlich jetzt viel zugänglicher, dass KI in viele Sprachen übersetzen kann. Und gerade, ich glaube, in der Welt, wie wir sie gerade erleben, wo das auch super wichtig ist. Ich hatte erst letzte Woche ein Gespräch mit einer Lehrerin, die hat eine Klasse, in der irgendwie 80% kein Deutsch sprechen. Was machst du denn? Und sie hat gesagt, wie genial ist das jetzt? Sie kann alle Inhalte für die Kinder, sie kann drauf eingehen. Es ist nicht mehr schwierig, das irgendwie zu übersetzen und es ist auch nicht mehr so fehlerlastig und so weiter. Und sie kann mit diesen Kindern viel besser interagieren. Die Kinder können natürlich dann auch müssen die Deutsch lernen, aber es bringt ja den Kindern nichts, ein fertiges Deutschblatt vor sie zu lesen, wenn sie die Sprache noch gar nicht sprechen. Ne? Und auch da, finde ich, macht das halt auch vieles einfacher und natürlich auch für mich als Autorin, wie geil ist denn das, wenn ich jetzt mit einem Klick mein Buch in eine andere Sprache übersetzen kann. Wichtig natürlich immer noch auch, ne, ich sage immer hier, mit Native Speakern arbeiten, die auch die letzten Fehlerchen noch finden, aber absolut genial. Ne? Also das sind ja auch schöne Möglichkeiten und macht natürlich die Welt ein bisschen barrierefreier, weil wir uns... Das finde ich schön. Ja, ich finde deinen Ansatz total schön, den du da hast. Ja, also das erfreut richtig mein Herz. Ja, das gefällt mir. Also wir hatten jetzt schon auf jeden Fall einen guten Blick auf Chancen, die KI für Autorinnen und Autoren bietet. Vielleicht nochmal jetzt zum Abschluss nochmal ganz kurz Herausforderungen. Ja, Herausforderungen sind natürlich auch viele da. Ne? Ich sage, das ist halt ganz wichtig, dass man sich weiterbildet. Also das ist der Schlüssel. Für mich ist immer der Schlüssel. Und meiner Meinung nach ist Weiterbildung / Wissen frisst Angst.
So, das heißt, das nimmt einfach schon mal ganz viel Angst, wenn ich mich weiterbilde. Mhm. Das in einem unserer Podcasts auch schon gesagt, ne, Fakten erstmal. So, und dann gibt es halt auch ganz viele falsche Gerüchte und so weiter. Also es ist ja auch oft dieses, ja, eben KI durchsucht das Internet und spuckt dir dann 1:1 irgendwelche Texte aus und so. Das ist ja nicht, wie KI arbeitet. Das geht jetzt hier so ein bisschen zu weit, ne? Aber das ist für mich schon mal so eine Herausforderung, dass Menschen sich wirklich weiterbilden. Dass man offen ist, es ist das Zeitalter einfach gerade von digitalem Mindset, nennt sich das Ganze. Das heißt, wir müssen ein digitales Mindset haben. Das heißt nicht, wir müssen jetzt alle Technik-Nerds werden und alle müssen total mit KI arbeiten. Aber wir müssen annehmen, dass sich die Welt verändert. Das müssen wir annehmen. Wir müssen eine offene Haltung haben. Wir müssen einen offenen Blick auf Möglichkeiten haben. Und dann ist für mich schon immer so, dass wir natürlich auch bis zu einem gewissen Grad selbst entscheiden können, was nehme ich nicht. Aber es gibt auch einfach diesen Part, wo ich das vielleicht nicht kann, weil der sich verändert. Das ist jetzt ein Job hier, wo viele selbstständig sind oder, aber ich meine auch im Büro, wenn der Chef sagt, das wird jetzt eingeführt, dann muss ich mich dessen ja auch annehmen. Und ich glaube auch so mit Blick auf Kinder und so weiter, ich glaube, das ist so eine Herausforderung, dass man wirklich sagt, man ist offen dafür, man nimmt das an. Dann sehe ich natürlich ganz viel Herausforderung einfach in diesen ganzen ethischen Fragen. Ne? Wir hatten das ja schon, mit diesem ganzen Blick, Urheberrecht, Schutz, wie gesagt, ich finde auch ganz wichtig, dass da drauf geschaut wird. Ich finde nicht richtig, wenn urheberrechtlich geschütztes Material verwendet wird und alles. Das ist eine ganz große Herausforderung, Regulierung von KI. Wie wird regiert, was wird nach vorne? Ich bin zum Beispiel für Transparenz in künstlicher Intelligenz. Ich sehe das als Werkzeug, weil viele fragen ja auch immer, muss ich angeben, wenn ich mit KI geschrieben habe? Frage ist, warum willst du es denn nicht angeben? Was ist schlimm daran? Es ist ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug. Was würdest du jetzt verstecken, dass du mit Word dein Buch geschrieben hast? Also ich sage, mir ist Transparenz wichtig, tatsächlich. Ich finde das total wichtig, weil nach vorne wird es so sein, ehrlich, wir werden in allem KI verwenden. Es ist einfach so. Und heute, ich glaube auch, die Menschen, die das nicht wahrhaben wollen oder gerade nicht sehen, das ist auch oft so wie so ein trojanisches Pferd, weil das ist ja oft viel Unwissenheit. Wenn ich da mal reingehe und sage, schau mal, wir gehen mal kurz durch deinen Alltag. Und dann gehe ich so durch, das verwendest du und das verwendest du. Und dann nutzt du schon KI. Ich meine, du kannst ja kein Google mehr nutzen, ohne dass du KI verwendest. Du kannst kein Navigationssystem mehr nutzen, ohne dass du KI verwendest. Du hast zu Hause Google Play oder Alexa oder was auch immer. Du hast KI. Du hast ein iPhone, das nicht älter als 5 Jahre ist. Du hast KI. Also, ne, wo ich einfach immer sage, jetzt können wir natürlich drüber sprechen. Du bist auf Social Media unterwegs, du bist mit KI konfrontiert. Können natürlich sagen, wollen wir das alles nicht haben und in einer Welt leben, wo es das alles nicht gibt? Weiß ich nicht. Es ist auch eine Herausforderung, wie kriegt man es halt zusammen, dass Mensch und KI wirklich sehr gut im Einklang leben kann. Und ich glaube, das ist für uns alle, das ist, wie gehe ich damit um? Also für mich deswegen ist immer KI und du. Du willst nicht ersetzt werden, dann ersetzt dich selbst nicht. Also ja, arbeite, sei auch bereit, nicht einfach blind einen Text zu übernehmen, sondern sei bereit, daran zu arbeiten. Und dann liegt es natürlich ganz viel natürlich nicht in unserer Hand, sondern an den großen Firmen, an den großen Playern, die da draußen gerade spielen, dass sie das im Guten machen und natürlich auch an der Politik. Ne? Das ist so, wo ich sage, das ist halt herausfordernd. Wunderbar. Ja, sehr, sehr schön. Also es gibt viel zu tun. Die Sachen wandeln sich alle in einer rasenden Geschwindigkeit. Und je besser wir up to date sind und wissen, was passiert da eigentlich, umso besser können wir auch unsere Entscheidung treffen oder uns auch für oder gegen Dinge halt einsetzen. Ja, super spannend, Jeanette. Super schön, ihr Lieben. Deswegen ausprobieren, euch weiterbilden und ja, viel Spaß. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly. Oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.